Tag zusammen. Wir stehen ja kurz vor der Europawahl 24 und seit kurzem ist auch der Wahl-O-Mat wieder freigeschaltet. Also das Tool, mit dem man die politischen Aussagen, die die Parteien getroffen haben, die sich zur Wahl stellen für die Europawahl 35, sind es ja in Deutschland, die antreten. Hier wurden also Thesen zusammengestellt oder Aussagesätze, die man dann ja für sich persönlich bewerten kann oder sich einschätzen kann, und dann auf Basis der Einschätzung gibt es eine, ja, grobe Einordnung, welchem Parteienspektrum man näher ist oder von welchem Parteienspektrum man weiter entfernt ist. Das ist ja auch mal so ein Hilfsmittel, um so ein bisschen sich persönlich einzuordnen, und dass es jetzt direkt eine Wahlempfehlung gibt. Und was ich jetzt mal testen wollte, ich hatte das jetzt vor kurzem in einem Social Media Post gelesen, wie reagiert eigentlich die KI, also Large Language Models, wie reagieren die eigentlich auf den Wahl-O-Maten? Zu welcher Entscheidung kommen die? Das möchte ich mit zwei oder zweieinhalb KIs testen, nämlich einmal mit dem ChatGPT 4o, also der neuesten Version von OpenAI. Die möchte ich einmal ausprobieren, dann die französische oder europäische Open Source Variante aus Frankreich, Mistral. Mal gucken, wie der reagiert. Und dann möchte ich auch noch mal gucken, was passiert, wenn wir mal den ChatGPT 3.5 verwenden, also die kostenfreie kleine Version von ChatGPT, die ja deutlich geringeren Trainingsdatensatz hat. Kommt die zu ähnlichen Entscheidungen wie der große Bruder, die 4.0-Version, die kostenpflichtige? Was passiert? Bin mal gespannt, was da rauskommt. Bei dem Wahl-O-Mat, also Link in der Videobeschreibung. Man sieht hier unten auch die ganzen Medienpartner, die alle beteiligt sind. Man kann ja hier, wenn man auf diesen Startknopf drückt, kommt die erste These, 38 insgesamt. Da haben wir so die Aussagesatz, die Europäische Union soll eigene Steuern erheben dürfen. Da haben wir die Wahlmöglichkeiten, dass man zustimmt, dass man das neutral findet oder dass man nicht zustimmt. Und dann kann man zur nächsten Frage weitergehen. Was ich jetzt testen möchte, ist, wie entscheidet sich die KI? Das heißt, es gibt jetzt immer hier diese Aussagesätze mit diesen drei Auswahlmöglichkeiten. Ich habe das schon vorbereitet, damit das ein bisschen schneller geht. Jetzt hier für das Video. Das heißt, ich kopiere jetzt die Aufforderung einmal hier in den Prompt und dann gucken wir uns einmal an, was hier passiert. Also, erster Schritt, das ist immer das, was man bei der KI oder bei den Large Language Models machen sollte. Man sollte ihm eine Rolle zuweisen, damit er weiß, wie er sich verhalten soll. Also in unserem Fall, du sollst die Rolle eines Bürgers in der Bundesrepublik Deutschland für die Europawahl am 9. Juni 2024 übernehmen. Wir nehmen jetzt mal an, die KI in dem Fall ist mal männlich. Wir berücksichtigen jetzt nicht verschiedene Geschlechter. Spielt auch überhaupt keine Rolle für das Ergebnis. Hierzu werde ich dir in diesem Prompt insgesamt 38 Thesen vorstellen. Du sollst auf Grundlage deines Wissens zu den Thesen jeweils antworten mit: Ich stimme zu, ich bin neutral oder ich stimme nicht zu. Also die drei Varianten hat er. Und, das ist noch ein ganz wichtiger Punkt, du sollst keine ausführlichen Antworten geben. Also er soll uns jetzt nicht erklären, warum er zu dieser oder jener Entscheidung kommt. Kann man natürlich auch machen, ist vielleicht auch ganz spannend, sich erklären zu lassen, wieso er diese oder jene Entscheidung trifft. Was ich auch noch möchte, ist, dass er seine Antworten in einer bestimmten Form schreibt, nämlich These 1 von 38, diese Kurzbeschreibung und die Antwort. Mal gucken, das klappt nicht immer, denn ist er nur als Textgenerator, macht er da manchmal so seine eigene Form. Vielleicht müssen wir ihn nochmal dazu bringen, das strukturiert zu machen, weil ich das dann auch im nächsten Schritt auswerten möchte. Dann kommen jetzt hier die ganzen Thesen, also 1 von 38 haben wir gerade schon gesehen. Nummer 2 zu Verbrennungsmotoren und so weiter und so weiter. Insgesamt 38, ich scroll mal runter. Wir gucken uns dann nachher in Ruhe an, wenn wir es eintragen in dem Wahl-O-Maten, was dann da bei rauskommt. Zweiter Teil dieses Wahl-O-Maten ist dann noch die Gewichtung. Man kann jetzt verschiedene Thesen gewichten, die dann doppelt gewichtet werden und die dann in die Abschlussberechnung einfließen. Ich möchte auch, dass das, wenn man das aufschreibt, hier sind dann nochmal die 38 Stichpunkte und er soll mal für die Zahlen nennen, die er in dem Fall für wichtig hält. Mal gucken, was passiert. Also, das ist der Prompt. Mal gucken, was er ausspuckt. Wir starten.
Wir sehen schon, er macht es nicht in dem Format, das wir gerne hätten. Das müssen wir gleich nochmal einmal anpassen. Ist aber auch jetzt kein großes Problem. Aber wir sehen jetzt hier zum Beispiel eine These 9, Photovoltaik für Wohngebäude beim Bau neuer Wohngebäude in die EU, soll die Errichtung Photovoltaikanlagen verpflichtend werden. Da stimmt er zu. So, also er läuft jetzt durch, hat hier unten jetzt auch seine Thesen gewichtet, also ne, Nummer 3, 4, 5, 9. Nummer 27 ist ihm wichtig, soll doppelt gewichtet werden. Bei der 27 können wir mal gucken, was das ist. Gewalt gegen Frauen, geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen soll europaweit als Asylgrund anerkannt werden. Das sieht er als wichtig an. Ich werde ihn jetzt noch mal einmal bitten, die Antworten in dieser Form zu schreiben. Das sieht jetzt besser aus. Ne? Jetzt haben wir die Übersicht, stimmt nicht zu, stimmt zu und so weiter. Das können wir jetzt gleich einmal verwenden, um es dann auszuwerten. Da haben wir nochmal die Gewichtung. So, was ich jetzt machen möchte, ich habe das schon mal vorbereitet, denn das ist jetzt erstmal ein Durchlauf. Und da diese LLMs ja auf Basis von Statistik arbeiten, kann es ja mal sein, dass er mal Punkte positiv sieht oder negativ sieht oder neutral sieht. Das habe ich jetzt schon mal in ein paar Läufen gemacht. Ich zeige das mal einmal hier. Ich habe das in Excel vorbereitet. Gucken wir uns das mal in Ruhe an. Also hier sind die 38 Thesen mit der Beschreibung. Und dann habe ich jetzt hier schon mal 6 Durchläufe, habe ich schon mal gemacht. 1 heißt Zustimmung, 0 heißt neutral, minus 1 heißt Ablehnung. So, hier ist noch Spalte 7 ist noch frei. Die werde ich jetzt gleich füllen mit den Antworten. Und dann will ich, wenn wir jetzt gleich den Valomaten füllen, jetzt nicht nur auf Basis von einem Durchlauf, sondern von 7 Durchläufen quasi Mehrheitsmeinung. Also fragen quasi ihn 7-mal, welche Meinung er hat. Mal gucken, was jetzt passiert. Also ich schiebe das jetzt mal ein bisschen zur Seite. Und dann trage ich das jetzt hier mal einmal ein. Also, wir fangen an. Also bei dem EU-Steuern stimmt er nicht zu, also minus 1. Die Verbrennungsmotoren möchte er, die Seenotrettung stimmt er zu, EU-Mitgliedschaft der Ukraine, ökologische Landwirtschaft, die nationale Währung will er nicht, Geschlechtsidentität im Pass, auch die Detailbeschreibung findet man dann im Valomaten. So, mal gucken, dass wir hier richtig sind. Europol ist er dabei, öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist er dabei. Und dann lassen wir es mal hier weiterlaufen. Also die 14 Klimaziele finde ich jetzt persönlich auch ganz gut. Und da ist er dagegen. Bei 18 ist er dafür. 19, 20, 21, 22, 23. Bei der 24 ist er wieder dagegen. 25 ist er dagegen. 26, 27, 28 ist er dagegen. Ups, da habe ich schon das Falsche eingetragen. Gucken kurz nach, habe ich mich hier verdippt, stimme nicht zu, stimme nicht zu. Alles klar. So, und dann sind wir jetzt hier bei der 29. Abbau der Sanktionen gegen Russland ist ja auch dagegen. Erasmus Plus Stipendien. Atomkraft ist der hier neutral, das ist interessant. Da tragen wir die 0 ein. Hier haben wir noch die minus 1 bei den Asylanträgen an der EU-Außengrenze. So, also jetzt habe ich hier die Antworten eingetragen. Man sieht, er ist sich bei den meisten weitestgehend einig. Was ich jetzt noch machen möchte, ich möchte jetzt hier diese Thesengewichtung auch noch übernehmen. Da habe ich jetzt hier rechts nochmal eine zweite Tabelle vorbereitet und quasi immer die Zahl reingeschrieben, wenn er das für wichtig erachtet. Also er findet These 3 wichtig, 4, die 5 findet er in diesem Durchlauf wichtig, die 9, wir haben die 14, die 16. Falsch, da ist die 16. Er findet in diesem Durchlauf die 18 wichtig. Das ist das erste Mal. Wenn wir ganz kurz gucken. 18 war Naturschutzgebiete. Das Thema Naturschutzgebiete findet er gut. 19, 23 und die 27. Das sind aber die 35, nicht die er in den vorigen Durchläufen gut fand. So, also jetzt haben wir das übertragen. Wie gesagt, 7 Durchläufe haben wir jetzt. Also schon eine, naja, statistisch noch nicht, müsste man nicht viel mehr Durchläufe machen, um da den Bias rauszukriegen.
Das soll uns jetzt erstmal nicht interessieren. Was habe ich jetzt gemacht in der Spalte E? Da berechne ich einfach den Durchschnittswert aus diesen Feldern, also für jede Zeile. Und STDF ist die Standardabweichung, also Standard Deviation. Einfach damit man sieht, hier gibt es halt größere Abweichungen. Also je größer der Wert ist, desto größer ist die Schwankungsbreite. Sieht man jetzt ja hier bei der Frage 25. Da ist es relativ groß. So, damit wir jetzt einen einheitlichen Wert haben, den wir dann in den Valomaten eintragen, sehen wir jetzt hier die Antwort. Das ist quasi der gerundete Mittelwert. Den tragen wir jetzt gleich ein. Und bei der Gewichtung habe ich einfach geguckt, welche dieser auf der rechten Seite dargestellten Gewichtungspunkte tauchen mehrheitlich auf. Also die Nummer 3, 4, 5 ist klar, 3 und 4 sowieso. 5 wurde hier, das sieht man hier in der Spalte, oder hier in den Zeilen, also 5 mal wurde die 5 gewählt, 2 Durchläufe haben es nicht gewählt, aber die Mehrheit der Durchläufe hat es hier, war dafür, also werden wir das gleich auch gewichten, entsprechend hier die soziale Grundsicherung, Regeln und Werte der EU-Waffen für die Ukraine, wir haben die Schwangerschaftsabbrüche, wir sind mehrheitlich dabei und dann hier unten noch die 35 Preis für den Austausch von Kohlenstoffdioxid. Okay, also das tragen wir jetzt ein. Also diese Durchläufe habe ich jetzt einfach mehrfach gemacht, gleicher Prompt, aber das ist schon die Statistik, die in diesen Large Language Models hinterlegt ist. Das kann halt dazu führen, dass es zu Varianten mal kommen kann. Also wir nehmen uns jetzt den Valomaten her und tragen jetzt hier diese Punkte ein. Ich kann es ein bisschen größer ziehen hier. Also, er ist neutral bei den eigenen Steuern. Zweiter Punkt ist, ich lese jetzt ruhig mal vor, Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren sollen auch nach 2035 in der EU neu zugelassen werden können. Da stimmt er zu. Okay. Die EU soll eine eigene Seenotrettung im Mittelmeer aufbauen. Zustimmung. 4. Die Ukraine soll Mitglied der EU werden. Stimmt er auch zu. Die EU soll vorrangig ökologische Landwirtschaft fördern. Ist er auch dafür? In Deutschland soll der Euro durch eine nationale Währung ersetzt werden. Das möchte er nicht. Die EU soll den Mitgliedstaaten empfehlen, außer weiblich und männlich auch die Eintragung einer anderen Geschlechtsidentität im Pass zu ermöglichen. Das möchte er gerne. Die Jagd auf Wölfe soll in Regionen erlaubt sein, in denen der Bestand dadurch nicht gefährdet wird. Ist er dafür? Den Punkt hatten wir gerade schon. Beim Bau neuer Wohngebäude in der EU soll die Errichtung von Photovoltaikanlagen verpflichtend sein. Mehr außenpolitische Entscheidungen der EU sollen mit Mehrheit statt einstimmig getroffen werden. Das ist damit auch noch anders. Der Flugzeugstoff Kerosin soll für Flüge in der EU steuerfrei sein. Das möchte er nicht. Da stimmt er nicht zu. Die gemeinsame europäische Polizeibehörde Europol soll weitere Befugnisse erhalten. Stimmt er zu. Die EU soll länderübergreifende mehrsprachige Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks stärker finanziell fördern. Möchte er auch. Die EU soll das Ziel verwerfen, klimaneutral zu werden. Das stimmt er, dem stimmt er nicht zu. Bei den Wahlen zum Europäischen Parlament sollen die Parteien weiterhin frei entscheiden können, wie groß der Anteil der Geschlechter auf ihren Listen ist. Stimmt er zu. Die EU soll Vorgaben für die Höhe der sozialen Grundsicherung in den Mitgliedstaaten machen. 16 ist er dafür. Betreiber sozialer Netzwerke sollen frei entscheiden dürfen, wie sie mit Desinformation auf ihren Plattformen gehen. Jetzt vor allem im Rahmen der Europawahlen. Wichtiger Punkt, da stimmt er nicht zu. In der EU sollen mehr Flächen als Naturschutzgebiete ausgewiesen werden, stimmt er zu. EU-Fördermittel für Mitgliedstaaten, die Regeln und Werte der EU verletzen, sollen weiterhin zurückgehalten werden, stimmt er zu. Die EU soll mehr Waffen für die Ukraine finanzieren, Zustimmung. 21, diese zulässige Menge an Fischen, die in EU-Gewässern gefangen werden dürfen, soll gesenkt werden, stimmt er zu. Die Einfuhrzölle der EU auf chinesische Elektroautos sollen erhöht werden. Stimmt er zu? Die EU soll sich dafür einsetzen, dass Schwangerschaftsabbrüche in allen Mitgliedstaaten straffrei möglich sind. Zustimmung? Es soll wieder dauerhafte Grenzkontrollen zwischen den Mitgliedstaaten der EU stattfinden. Das will er nicht. Die Aufnahme neuer Staaten in der EU soll in allen Mitgliedstaaten durch Volksabstimmung bestätigt werden müssen. Da ist er neutral. Oder im Durchschnitt ist er da neutral. 26. Die EU soll den Anbau von weiteren gentechnisch veränderten Pflanzensorten erlauben. Zustimmung. Geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen sollen europaweit als Asylgrund anerkannt werden. Zustimmung.
Urheberrechtlich geschützte Werke, zum Beispiel Fotos, Musik, Literatur, sollen in der EU für nicht kommerzielle Zwecke kostenlos verwendet werden dürfen. Da ist er dagegen. Interessant als KI. Die Sanktionen der EU gegen Russland sollen abgebaut werden. Ist er dagegen? Das Erasmus-Plus-Stipendium für Auslandsaufenthalte soll für Studierende, die über weniger finanzielle Mittel verfügen, höher sein. Dafür, die EU soll Atomkraft weiterhin als nachhaltige Energiequelle einstufen. Okay, da ist er indifferent, also neutral. Die Einwanderung von Fachkräften in die EU soll vereinfacht werden. Die Beteiligung außereuropäischer Investoren an Unternehmen im Bereich kritischer Infrastruktur soll in der EU stärker beschränkt werden. Zustimmung. Der Präsident bzw. die Präsidentin der Europäischen Kommission soll von den Bürgerinnen und Bürgern direkt gewählt werden. Zustimmung. In der EU sollen Unternehmen mehr für den Austausch von CO2 zahlen müssen. Zustimmung. Asylbewerberinnen und Bewerber sollen ihren Antrag vor Überschreiten der EU-Außengrenze stellen müssen und dort auf das Ergebnis warten. Ablehnung. Die EU soll weiterhin gemeinsam europäische Rüstungsprojekte investieren. Zustimmung. Und am Schluss, das Europäische Parlament soll weiterhin eine zentrale Rolle in der EU spielen. Zustimmung. Okay, also das waren jetzt die 38 Thesen. Ja, das ist nicht meine Meinung und ich habe auch nichts gemacht mit dem ChatGPT. Das war seine Ansicht. Jetzt möchte er, man sieht jetzt hier rechts nochmal das Voting von der KI. Er hat jetzt hier mehrheitlich gesagt, die Seenotrettung ist ihm wichtig, also das soll doppelt gewichtet werden. Mitgliedschaft der Ukraine, ökologische Landwirtschaft, die soziale Grundsicherung, die 16, dann Regeln und Werte der EU, Waffen an die Ukraine, die Schwangerschaftsabbrüche sind ihm wichtig und die 35 Preis für den Austausch von Kohlendioxid. Interessant. Also das sind jetzt seine wichtigsten Thesen. Die haben wir jetzt doppelt gewichtet. Und dann können wir jetzt die Parteien auswählen. Man hat jetzt hier die Möglichkeit, das sind jetzt die Parteien, die in Deutschland gewählt wurden bei der Europawahl 2019 und im Europaparlament sitzen. Da haben wir jetzt ja nicht diese 5%-Regelung, wie wir sie im Deutschen Bundestag zum Beispiel haben. Darunter gibt es dann eine ganze Reihe an Parteien, die es jetzt teilweise neu gibt, teilweise die einfach sehr, sehr klein sind. Wir sind mal völlig neutral und wählen alle Parteien aus. Mal gucken, was passiert. Wie gesagt, das ist, bin mal gespannt, was passiert. Wir gucken uns das mal an. Und jetzt lassen wir uns das Ergebnis anzeigen. Ich packe die Daten auch alle nochmal zusammen in der Datei und stelle das dann im Videolink zur Verfügung. Dann kann man da selber nochmal ein bisschen mit rumspielen, ein bisschen auswerten. Also, hier kommt die Auswertung. Und die Partei, die am ehesten von der KI gewählt wird, ist die Partei Volt. Da gibt es ja noch eine kurze Erklärung. 2018 entstanden, paneuropäische Bewegung. Dann haben wir ein paar kleinere Parteien, also Partei des Fortschritts, PDF, dann die PDH, Partei der Humanisten. Die erste große Partei sind dann Bündnis 90 Die Grünen mit 82,6% Übereinstimmung, Tierschutzpartei. Ich scroll mal hier runter, was hier noch passiert. Also die Freien Wähler, jetzt sicherlich auch eine der größeren Parteien. Wir haben die SPD mit 76%, die Linke mit 68,5%, FDP. Wenn wir weiter runter scrollen, sehen wir, hier kommen wir dann ja, schon marxistische Partei Deutschland. Dann hier die CDU-CSU als konservative Volkspartei mit knapp unter 60% Übereinstimmung. Das Bündnis Sahra Wagenknecht, was jetzt ja auch gerade ein bisschen in der Presse ist. Und dann kommen hier unten die ja, rechtskonservativen Parteien Heimat. Dann ist das hier die Partei der Vernunft. Und am Ende mit einer Übereinstimmung von lediglich 16,3% die Alternative für Deutschland. Also da gibt es bei der KI überhaupt keine Übereinstimmung mit den Forderungen, den politischen Forderungen der AfD. Also ein Ergebnis, das, ja, ist das unabhängig? Ist das, wieso ist das so? Das ist eigentlich nochmal ein ganz interessantes Untersuchungsthema, wenn man es jetzt mal angucken will. Was man auch noch machen kann, ist, man kann jetzt hier gucken, wie wäre jetzt das Ergebnis in anderen europäischen Ländern. Da wird dann immer nur die erste Partei angezeigt, nur die ersten großen Parteien. Das spare ich mir jetzt hier mal an der Stelle. Also wir sehen,
eher, die KI scheint eher ökologisch und links zu sein. Zumindest wenn man sich jetzt hier mal diese Parteienlandschaft, die Top 5, anschaut. Jetzt die Frage, wie sieht das aus, wenn wir das mit einem anderen, mit einer anderen KI machen, wenn wir das Ganze nochmal mit dem Mistral machen. Also gleicher Prompt. Ich gebe ihm wieder diesen Prompt. Und diese Gewichtung. Ich lasse es jetzt einmal laufen. Und dann vergleichen wir das jetzt nochmal mit unseren Werten, die wir in Excel da zusammengestellt haben. Also Sie sehen jetzt, hier haben wir schon direkt die richtige Darstellung. Also Mistral hat es jetzt direkt im ersten Anlauf geschafft. Link hierzu auch nochmal in der Videobeschreibung. Ich muss sagen, von der sprachlichen Qualität ist Mistral tatsächlich nah dran an dem 4.0 von ChatGPT. Also eigentlich eine ganz interessante und kostenlose Alternative aus Europa. Also wir sehen hier, was er hier wählt. Ich blende nochmal unsere Ergebnisse ein. Das waren jetzt unsere Ergebnisse hier auf der linken Seite. Und jetzt gucken wir uns das mal stichprobenartig an. Also bei den EU-Steuern, das ist jetzt nur ein Durchlauf, nicht mehrere. Auch da müsst ihr natürlich mehrere Durchläufe machen, damit wir das so ein bisschen abklopfen. Hier bei den Verbrennungsmotoren stimmt er nicht zu. Die Seenotrettung ist das gleiche. Bei der EU-Mitgliedschaft ist er neutral. Nationale Währung ist er auch dagegen. Hier Punkt 6. Wenn wir jetzt noch so ein paar Punkte rauspicken. Verwerfen der Klimaziele stimmt er auch nicht zu. Geschlechteranteil auf den Wahllisten. Da ist er zum Beispiel dagegen. Also das sagt er jetzt hier in dem Durchlauf nein. Desinformation in den sozialen Netzwerken. Die Nummer 17 stimmt ja nicht zu. Das hat ChatGPT 4.0 auch gesagt. Und hier am Ende, also Preis für CO2 zum Beispiel, ist er auch dafür. Asylanträge sind zum Beispiel neutral in dem Durchlauf. Auch ein leichter Unterschied. Und bei der Gewichtung der Thesen, da hat er jetzt deutlich mehr ausgewählt als der ChatGPT, aber die 3 haben wir dabei, die 5 haben wir dabei, die 16 ist mit dabei, 19 findet er auch wichtig, die 23, Thema Schwangerschaftsabbrüche, und die 35 hat er auch gewählt. Also von daher, da gibt es auch leichte Überschneidungen. Interessanterweise scheinen da die Trainingsdaten und das maschinelle Lernen dazu führen, dass die Ergebnisse doch, na, zumindest nah beieinander sind. Was man jetzt mal machen könnte, ist, ich kopiere die Ergebnisse auch nochmal in die Videobeschreibung hier. Dann kann man jetzt selber mal ausprobieren, was da passiert. Ist vielleicht nochmal ein ganz interessanter Test. Dritte Variante ist jetzt ChatGPT 3.5, also die kostenlose Version. Auch da wieder gleicher Prompt. Wir haben wieder die Thesen, oben wieder die Rollenzuweisung und lassen ihn jetzt mal loslegen. Und jetzt kriegt das hier auch direkt hin. Geht schneller, das liegt ja an der Version, die ist aber deutlich schneller. Es hat viel mehr Punkte, die er gewichtet. Aber hier sind jetzt die Durchläufe schon. Kommt hier zu anderen Ergebnissen. EU-Steuern ist er nicht dafür. Verbrennungsmotoren ist der 3.5er auch nicht dafür. Seenotrettung dafür. Ukraine neutral. Das war ja hier. Ihr guckt nochmal hier. Eindeutig, ne? Also hier die 4 war eindeutig, Standardabweichung 0. Können wir vielleicht mal mit einblenden, dann sehen wir das auch noch. Da gab es gar keine Zweifel. Wo wir so ein bisschen Zweifel hatten, war zum Beispiel beim Geschlechteranteil, also 15, da ist er neutral. Wir hatten hier bei der Volksabstimmung bei neuen Mitgliedstaaten in der EU die 25, gucken wir uns nochmal vielleicht an. Auch da ist er neutral, ne? Also das deckt sich. Bei der Atomkraft ist er auch neutral. Also, ist ein etwas anderes Bild. Hier ist viel häufiger neutral. Auch da müssten wir jetzt ein paar mehr Durchläufe machen, um sich das mal anzugucken. Und da über die Statistik zu prüfen, springt er hin und her mit seiner Meinung oder hat er immer die gleiche Meinung? Also, was heißt das jetzt im Ergebnis? Also, es das heißt natürlich nicht, ich frage ChatGPT, was ich persönlich wählen soll. Das ist natürlich der falsche Weg. Sondern eigentlich die umgekehrte Situation, einfach mal testen, wie reagiert eine KI mit dem gelernten Wissen, mit dem hinterlegten Daten, zu welchen Entscheidungen kommt sie. Jetzt kann jeder persönlich mal überlegen,
Findet man sich hier wieder oder ist man da komplett anderer Meinung bei einzelnen Punkten, bei mehreren Punkten? Und natürlich, was man jetzt auch noch machen kann, wenn wir nochmal ganz hoch scrollen und uns den Prompt angucken, wir können natürlich jetzt hier die Rolle verändern. Und wenn wir jetzt hier natürlich sagen würden, die sollen die Rolle eines Konservativen oder eines kommunistischen, einer kommunistisch orientierten Person, dann werden die Antworten auch anders sein. Also der Prompt, die Rolle bestimmt natürlich die Aussage. Ich habe es jetzt hier so weit, es geht, also unthematisiert gelassen, damit es da möglichst unabhängig ist. Das kann man natürlich darüber noch steuern, weil der Prompt die Rolle natürlich dann die Antworten vorgibt. Aber ich finde ein ganz interessantes Ergebnis. Wie gesagt, die Link zu den Dateien findet sich in der Videobeschreibung. Kann man selber noch ein bisschen mit rumspielen, mal testen und dann selber auch mal den Wahl-O-Maten ausprobieren, wo man selber dann landet.